Begrüße dich und ich freue mich unglaublich auf unser Interview. Und allen, die zuschauen, möchte ich eine großartige Frau vorstellen, Katrin Zita. Das ist eine Frau, so wie ich mir die Frauen der neuen Zeit vorstelle. Eine Weltreisende, eine Frau, die unglaublich viele Talente unter einen Hut bringt und in meinen Augen ein mutiges, freies und selbstbestimmtes und prallesvolles Leben lebt. Und ich finde es einfach großartig, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Und ich begrüße dich ganz Sehr, herzlich. sehr gerne. Hallo. Und an deinem Bild sieht man, dass du eine Frau der Bücher bist, hinter dir, und des vollen Lebens sieht man auch an den Blumen. Und ich weiß nicht, willst du ein bisschen mehr zu dir selber erzählen, zu deinem großartigen Weg und wie du die Frau geworden bist, die du heute bist. Vielleicht mal danke für diese Komplimente, dass du mir Rosen streust. Das tut wahnsinnig gut. Ja, und wenn ich andere Frauen inspirieren darf und mitnehmen darf, dann freut mich das sehr. Also eben, mein Name ist Katrin Zita von www.katrinzita.com. Ich lebe und arbeite in Wien und Berlin. Und ich glaube, das war schon die erste große mutige Entscheidung. Ich habe mir zu meinem 40. Geburtstag geschenkt, dass ich in zwei Städten, in zwei Ländern Standbeine haben darf. Ja, das war auch so eine Erlaubnis im Kopf, die ich mir gegeben habe. Was tue ich? Ich begleite als Autorin und Coach Menschen auf ihrer Lebensreise. Also dann, wenn es Stolpersteine gibt, Herausforderungen, dann freue ich mich, wenn ich wohltuend begleiten kann. Einerseits durch meine Bücher. Also mein erstes Buch hat den Titel Die Kunst, allein zu reisen und bei sich selbst anzukommen. Und das trägt schon diese, das ist so ein Selbstcoaching-Tool für die Selbstverwirklichung unterwegs. Also ich habe irrsinnig viele Seminare besucht. Ich finde das auch ganz, ganz, ganz toll. Und zugleich dachte ich mir, ich möchte auch etwas schreiben, wo man sich selbst entdecken kann und die Welt entdecken kann. Also nicht in Seminarräumen die Selbstentdeckung vollzieht, sondern so hinausgeht, mit einer frischen Prise Freiheit in die Welt hinausgeht und sich selbst dabei entdeckt. Das war mal so ein kurzer Abriss und ich freue mich jetzt wieder an dich übergeben zu dürfen, liebe Katharina. Das heißt, dein erstes Buch entstand aus deinem eigenen Lebensweg, dass du selber auf eine große Reise gegangen bist, oder? Ja. Also ich bin auf diese Selbstentdeckungsreise gegangen und habe es dann in Zwischenzeit Buchartikel gepackt. Also einerseits habe ich da auch wirklich persönliche Erlebnisse von mir. Also was sind die Tiefen des Alleinreisens? Warum macht man sich überhaupt allein auf den Weg? Also da gibt es irgendwelche Momente, wo es einfach im Leben mal drückt oder Wunden aufkommen. Bei mir, es hat einfach beruflich nicht gepasst. Ich hatte gekündigt, habe aber noch nicht gewusst, wie es mit mir weitergehen soll. Und ich hatte so viele Fragen ans Leben. Und die Antworten kamen beim Unterwegssein. Und wie man sich selbst als Typ, welche Reise tut mir gut, welches Fortbewegungsmittel, bin ich eher extern orientiert oder internal orientiert, bin ich proaktiv oder und optionsorientiert. Also ich habe da ein bisschen so mein Coaching-Wissen hineingepackt, aber so denke ich in leicht lesende Worte verpackt, dass man sich selbst gut kennenlernen kann, wenn man eine Reise mit sich selbst ja wagen möchte. Es sind immer ganz spannende Antworten gekommen. Und zugleich, man kann auch gemütlich am Sofa sitzen und schmökern und dann mal in Gedanken. Ja, die schönsten Abenteuer sind ja im Kopf. Ja, auch da sich so inspirieren. Das heißt, du bist ganz bewusst auf diese Reise gegangen mit der Ausrichtung, es ist eine Selbstfindungsreise. Ja, also ich habe über 50 Länder besucht. Das waren verschiedene Reisen. Also sicherlich war ein sehr spiritueller Aspekt, der mich da erreicht hat, meine Reise nach Indien, 6 Wochen, also so in dieses andere Lebensgefühl, Lebenstempo eintauchen. Plötzlich ist Geld nicht wichtig, sondern ein Lächeln. Ja, also das tut gut, um auch wieder die eigene Werteskala gut zurechtzurücken. Und das war sicherlich der Moment, wo für mich klar war, ich möchte auch noch woanders leben. Also daraus ist dann wie in Berlin entstanden. Das kam aus der Reise. Ja, also das war, da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, welchen Wunsch habe ich in mir, den ich noch nicht verwirklicht habe? Und das war auch in einer anderen Stadt, in einem anderen Land leben. Ich war viel unterwegs, auch in Skandinavien und Italien, also La Dolce Vita, ja. Ich kann Frau wunderbar, ja. Einfach rein ins Auto oder wie auch immer man reisen möchte, oder in den Zug oder mit dem Flugzeug und ja, La Dolce Vita genießen. Dann fürs Buch, also als ich schon den Vertrag unterschrieben hatte und das Schreiben des Buches
gerade aktuell war, habe ich mich dann nochmals ermutigt, also das war für mich mutig, damit ich nochmal weiß, wie ist es, wenn man Hemmungen hat, wenn man Ängste hat, wenn man Selbstzweifel hat, allein da unterwegs zu sein oder Angst davor, habe ich mich dann allein auf eine Reise nach New York gemacht und zwar rund um Weihnachten. Und das war natürlich, wir reden ja auch über das Allein etwas meistern, allein leben, allein für sich stehen und einstehen. Das war schon nochmal etwas, wo ich alle Triggerpunkte selbst erlebt habe, wo es wehtun kann. Ja? Also am 24. allein durch Manhattan gehen, das hatte was. Oh. Heißt du, bist und auch vielleicht sagen, du bist? Ja? Entschuldige, du. Da darf ich den einen Satz vielleicht noch dazufügen, weil es war für mich dann auch, ich an so einem Tag, da ist man gesellschaftlich gesehen, hat man einfach nicht allein zu sein. Ja? Und es fühlt sich wirklich dann so an, als ob man der Restposten der Gesellschaft wäre. Ich war wirklich die Einzige, die allein unterwegs war. Es waren Pärchen, Gruppen, aber niemand allein unterwegs. Und ich habe es dann so für mich gelöst, dass ich mir dachte, das ist jetzt ein Feiertag einer Gruppe von Menschen, der katholischen Kirche, es gibt auch noch so viel anderes und ich bin dann nach Brooklyn gefahren und habe dort im jüdischen Viertel einfach weiter meine Entdeckungsreise gemacht und das war auch für mich so gut, dass man sich sein Weltbild immer aussuchen kann selbst, ja, sich selbst, wir Frauen, wir dürfen uns selbst immer den Weg erlauben, wo wir hingehen wollen, wo wir sein wollen und das war für mich sehr wohltuend, auch selbst nochmals zu erleben. Aber was für eine schöne Geschichte, vor allen Dingen auch dieser Aspekt, an einem schwierigen Punkt wirklich gut für sich zu sorgen, ne? Ja, auch nährend, also für meine Seele war es nährend. Ja. Ja? Mir selbst wieder dieses Seelenheil zu geben. Es geht mir gut, es ist rundherum ja in Wirklichkeit alles wunderbar gewesen, es waren nur meine Gedanken und das Selbstbild, das ich von mir kurzzeitig hatte. Ja. Und das dann wieder so ja, ins Prall. Alle ins Satte hineinzurücken. Ich liebe diese Geschichte, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Schlüsselpunkt irgendwie bei diesem ganzen Thema, allein als Frau ein gutes Leben zu führen. Ne? Immer wieder zu schauen, was habe ich für Ressourcen und wie entscheide ich mich so, dass ich eine neue Perspektive, eine gute Perspektive für mich sehe. Ne? Ja. Und dann hast du das Ganze in dem Buch gepackt, ne? Die Kunst dahin zu reisen. Und es wurde sofort zum Bestseller. Ne? Ja, was für ein wunderschönes Gefühl ist, wenn du diese Rückmeldung bekommst, dass es im Buchhandel einfach gut abgeht, das Ding, dass Menschen sich dadurch gut begleitet fühlen. Und ich habe auch irrsinnig liebe persönliche Zuschriften bekommen. Also ja, dass ich Menschen anscheinend wirklich Mut machen konnte, sie inspirieren darf, dass dieses Buch da ist. Und da ist auch jemand, da ist ein Mensch dahinter, der wirklich da dann auch ist, das auch erlebt hat und immer wieder für neue, inspirierende Gedanken sorgen kann, wenn vielleicht einmal so ein Tal erreicht ist. Ich glaube halt einfach, dass es ganz wichtig ist für jeden von uns, allein sein zu können. Und so die große Überschrift für mich hinter diesem Buch ist, allein reisen, allein sein, heißt nicht, dass man einsam ist, sondern allein reisen macht stark. Ja, das zu können macht stark. Das ist keine Härte, sondern eine ganz lockere, souveräne Stärke, die wir, und das spreche ich jetzt vor allem Frauen an, weil bei Männern ist es seit jeher. Also die Heldenreisen in der griechischen Mythologie, Odysseus etc., das ist ja etwas, was immer dargebracht war. Aber wenn wir Frauen uns auf den Weg machen, das darf so eine neue, spezielle Power haben. Ja, eine wohltuende. Das finde ich eine total tolle Analogie, also die Heldenreise. Mhm. Du arbeitest und schreibst hier ganz viel von und für und mit Frauen. Ja. Also, das heißt hier, weil das Buch gerade im Druck ist, erscheint am 10. November, es trägt den Titel Die Kunst, eine glückliche Frau zu sein. Weiblich, selbstbestimmt und erfüllt. Und das sind für mich so diese Lebensziele, diese Aspekte, die das Leben von uns Frauen ausmachen soll. Und ich habe es gewidmet allen Frauen dieser neuen Zeit, weil ich glaube, dass es ist eine Zeitenwende. Wir Frauen haben viele Möglichkeiten. Es ist vieles möglich für uns. Und ich glaube, dass wir Frauen haben wir schöpfen Leben, wir können Leben schenken, ja. Wir können auch wahnsinnig schöpferisch
authentisch sein und es ist immer nahrhaft und nährend. Das ist so der Hintergrund. Ich möchte nicht gegen Männer wettern, überhaupt nicht, aber wenn Frauen jetzt vermehrt in die Politik, in die Wirtschaft, in die Gesellschaft ihren Einfluss geltend machen können, auch ihre Macht. Macht darf etwas Positives sein, im Sinne, ich bewege etwas als Frau. Das ist nichts Negatives. Da dürfen wir nicht mehr so zurückzucken, sondern wir Frauen, wir dürfen die Fäden in die Hand nehmen. Und nicht nur einen Pulli stricken, das ist auch super, ja, wir dürfen auch das Weltgeschehen weiter stricken. Und daran glaube ich sehr, ja. Was uns Frauen hilft, diese eigene Macht zu ergreifen? Ich habe der Untertitel weiblich, selbstbestimmt und erfüllt, sind auch die drei Teile meines Buches. Und ich glaube, das sind auch die drei Themen, die es so gilt zu beleuchten, unsere Weiblichkeit mit unseren Zyklen, ja, sei es der monatliche Zyklus, sei es die Pubertät, das Frausein, die Wechseljahre, also auch sich selbst als Frau, in unser Busen und unsere Vagina. Also das sind wirklich auch so körperliche Aspekte unserer Weiblichkeit. Wir Frauen gehen mit diesen neuen Männern, ja, wie wir uns da sehen etc. Der zweite Teil ist die Selbstbestimmung und ich lebe ein sehr selbstbestimmtes Leben. Ich darf das selbst ausprobieren, jeden Tag und ich darf auch da Frauen, das war mir so wichtig, aufmerksam darauf machen, dass es, wenn wir Frauen klagen oftmals über Erschöpfung und das kommt daher unter anderem, weil wir haben so viel Freiheit auch jetzt, ja, diese Möglichkeiten, wir müssen nicht bei unserem Mann fragen, ob wir arbeiten dürfen. Das ist rechtlich legitim heutzutage, wir dürfen ein Bankkonto eröffnen, wir dürfen an die Universität gehen, wir dürfen wählen. Das ist noch nicht so lange her, dass wir das alles dürfen. Und jetzt haben wir diese Entscheidungen zu treffen. Und das kostet Energie, das kostet Kraft und wir Frauen dürfen da in diese Entscheidungsstrategien gerade hineinwachsen, wie wir das gut vollziehen können, dass es locker leicht bleibt. Weil es ist dann dieses, habe ich was verpasst, habe ich das Auslandssemester in Boston nicht gemacht, habe ich den, sage ich einmal, falschen Mann geheiratet, ja, weil früher war es das Sepp im Dorf, der frei war und umgekehrt und das war die klare Sache. Heutzutage können wir in die Welt ausschwärmen oder, ja, also dieses Mehr schafft eine Qual der Wahl und das habe ich auch in meinem Buch hoffentlich sehr gut beleuchtet, dass wir Frauen da liebevoll mit uns umgehen, mit diesen neuen Möglichkeiten und zu unseren Entscheidungen finden. Und der dritte Teil, das sind so die Wege zur Erfüllung von A bis Z. Da gibt es so viel, wie wir Frauen wieder in unsere Seelenheimat kommen können. Dort, wo alle Antworten bereits da sind. Sag mal mehr zu diesem Wort Seelenheimat. Das finde ich ist so ein schönes Wort. Ja. Ja. Also ich bin zum Beispiel gestern, es ist Sonntag heute und ich bin gestern hier in Berlin in meine Seelenheimat wieder eingetaucht. Es ist gestern der 31. Oktober gewesen und ich habe bei einem, das ist ein keltisches Ritual, und bei einem Ahnenfest teilgenommen, nämlich bei einem Dankesritual. Und ich glaube, dass sei es rituelle Dinge, ja, also sei es aber auch, dass man mal trommelt, mal einfach das Radio laut auftritt und tanzt, ja, in dieses, das ist alles, was uns Frauen in diese weichen Klänge, in diese Bewegungen bringt, ja, oder sei es auch einfach in einem Schaukelstuhl zu sitzen und einfach mal zu wippen oder in einer Hängematte zu schwingen, also dieses spielerische Loslassen und irgendwo auch in etwas Großes übergeben, ja, das ist für mich so in diese Seelenheimat eintauchen, in dieses Nährende. Also dich vom Leben quasi tragen und halten und schaukeln lassen sozusagen. Ja, genau. Und das, ja. Und das quasi als bewusste Kultur innerlich einrichten, ja, im Leben, oder? Ja, also deswegen, das gestern ist ein keltisches Ritual gewesen. Ja? Ich möchte da nicht irgendwie einen Weg proklamieren, sondern es gibt so vieles. In unserer Gesellschaft, einerseits leben wir hier, wir Frauen in Europa haben eben diese vielen Möglichkeiten, und alles, was da ist für uns, wo wir zugreifen können. Aber ich glaube, dass Naturvölker und eingeborenen Stämme uns noch immer etwas voraus haben, was wir nämlich unterdrücken, dieses, ja, einmal rund um ein Feuer sitzen und einfach nur hineinzuschauen, zu trommeln, uns zurück
mich Dingen bewegen, mit der Hand irgendetwas herstellen und erschaffen. Ich glaube, dass jeder Mensch eine tiefe Sehnsucht und vor allem auch wir Frauen, weil wir sind die Schöpferischen, ja? Ja? Dass da eine tiefe Sehnsucht ist. Und wenn man da immer wieder sich Zeit und Raum gibt, und das ist etwas Absichtsloses und auch oft nicht Steuerbares, ja? Und manchmal ist es einfach, in Österreich sagen wir, ins Nahenkastel schauen. Ja. Ist einfach, also boah, in der S-Bahn vielleicht sitzen und ganz woanders so die Gedanken schweifen lassen. Ja, und das wünsche ich uns Frauen, dass wir das immer wieder haben. Das Geschenk ist jetzt wieder. Ja. Und ich wir haben gerade einen Fall. Das ist beim Kommando bei der Aufzeichnung. Hast du das auch? Jetzt gerade, ja, aber es ist jetzt erst gekommen, ja. Oh, komm. Mhm. Moment mal. Besser? Ja, ein bisschen ist er noch da, ja. Hallo? Ja. Ich glaube, ich rufe dich nochmal an, weil sonst haben wir das totale Doppelecho. Ja, gerne. Warte mal schnell, ist es weg? Es ist weg, oder? Das Echo ist weg. Ja. Ah, super, gut. Ja, wunderbar. Zurück zur Seelenheimat und zu dem einfach in diesen Seinsraum eintauchen. In deinem Buch habe ich einen tollen Satz gelesen. Wir tun viel leichtfüßig und nebenbei und wollen es allen recht machen. Ja. Und das ist quasi wie der Gegenpol dazu, oder? Ja, genau. Also dieses Leichtfüßige, deswegen dieses Cover. Ich habe diese Frau auch mitunter ausgesucht. Das ist nicht eine Figur, eine Körperfigur, die wir anstreben sollen, sondern das soll unsere leichtfüßig tänzelnde Seele sein, ja, diese Bewegung und diese Figur. Also es sind drei Gefühle, die vorrangig ins Repertoire von Frauen vorrangig zum Repertoire von Frauen zählen. Das ist schlechtes Gewissen, ja, innere Zerrissenheit und Unsicherheit. Das schlechte Gewissen ist sicherlich auch durch die Weltreligionen uns Frauen übergestülpt worden, weil es gab nur Heilige oder Hure. Nehmen wir jetzt die katholische Kirche. Du konntest nur eigentlich weiter Heilige sein, wenn du die unbefleckte Empfängnis erlebt hast. Keine von uns hat das geschafft. Ja? Aber das ist wie schwimmen ohne nass zu werden. Jetzt haben wir aber so etwas als das Ziel, ja, als das Reine die ganze Zeit vorgesetzt bekommen. Alles andere war ja dann auf eine Art und Weise unrein. Das macht so eine kollektive Schuld von Frauen, ja, die immer weitergegeben wurde von Generationen. Die innere Zerrissenheit, das meine ich, das ist das mit dem, entscheide ich mich für A, habe ich B aber nicht in meinem Leben. Ja? Entscheide ich mich für den Sven, dann habe ich aber mit dem Max dann vielleicht doch nicht die drei Kinder in der Ehe, sondern mit dem Sven nur das halbe Jahr, was cool war, aber nicht nachhaltig. Also, oder entscheide ich mich für den Job in der Stadt, habe aber gerade eine Fernbeziehung, dann ja, habe ich mich nicht für den Job in der Stadt meines Partners entschieden. Also da gibt es so viele, für A Ja zu sagen, bedeutet für B, C und D Nein zu sagen. Und das ist noch neu für uns, weil früher durften wir nicht entscheiden, aber hatten dadurch auch keine Schuld. Ja, ja? Also das sind so alles so neue Gefühlsregungen, die da in uns sind. Und ja, dieses allen recht machen, wir dürfen auch mal ein Bad Girl sein. Also das ist bei den Wegen zu Erfüllungen auch wir Frauen als Bad Girls. Das gefällt mir sehr. Ich sehe dich gerade mit so einem Batman-Anzug. Ist das auch, du schreibst ja nicht nur, du coachst ja auch. Ne? Das heißt, du versuchst Frauen auf verschiedensten Wegen diesen Transit leichter zu machen. Ja, also es ist sicherlich jedes Mal ein Eintauchen in die Seelenheimat meiner Klientinnen. Mhm. Das ist auch etwas sehr Rituelles, diese 1,5 Stunden Coaching oder eine Doppeleinheit oder eben via Skype. Ja, also in Wahrheit darf ich eine Reisebegleiterin sein auf dem Seelenweg jeweils meiner Klientinnen. Das ist etwas Dienendes und das sind nicht meine Antworten, sondern das sind die Antworten, die diese Frauen jeweils für sich finden. Und da geht es um ganz unterschiedliche Themen. Da kann es um die Schwiegermutter gehen, aber es kann genauso um einen Jobwechsel sich drehen. Das sind ganz,
ganz unterschiedliche Aspekte. Oder auch, um das die eigenen Gefühle besser kennenzulernen und einordnen zu können und danach weiter mit diesen als Kompass. Weil oft noch das im Denken wird als ganz anders konditioniert, aber der Bauch, der kommt nicht mit, der will da nicht hin. Ja? Also wenn richtig Schmerzen, auch körperlicher Art, ja, aber auch diese Seelenheilschmerzen entstehen, da darf ich dann begleiten und auch für so eine Klarheit schaffen. Und ich komme aus der Baubranche ursprünglich, also waren ja verschiedene Stationen, die ich auf meinem Lebensweg schon erlebt habe. Und somit glaube ich, ist das, was ich tun darf, eine Struktur geben. Habe ich Baupläne gezeichnet, heute zeichne ich Lebenspläne für meine Klienten. Dass ich das, was der Seelenweg ist, aufskizzieren darf für sie, mit ihnen das bereise und wir dann dorthin kommen, wo es heilsam ist, wo das Seelenheil ist. Das hast du gesagt auf deiner Homepage. Das finde ich so spannend. Also zum einen ist ja dein eigener Lebensweg so reich und bunt und quasi wie das sich weiterentwickelt hat. Du warst oder bist, warst Bautechnikerin und dass Ja. quasi dieses Know-how strategisch zu denken und systematisch Dinge sichtbar zu machen, dann in so einen seelenvollen, spirituellen Kontext transportierst, das finde ich unglaublich faszinierend. Also, dass du diese Seelenpläne zeichnest, das finde ich sehr faszinierend. Also für mich selbst ist das etwas sehr Erfüllendes, das tun zu können. Ja, aus etwas, was nicht mein Lebensweg war in der Profession, aber etwas mitzunehmen und etwas daraus zu machen, was genau meinem entspricht und womit ich anderen dienen kann und gut tun kann. Und das ist auch das, was ich meinen Klientinnen, wir gemeinsam entdecken, dass die Dinge nicht verloren sind oder umsonst waren. Dass man Ressourcen aus der Vergangenheit holt, anders positioniert, etwas anderes daraus macht, du trägst eine Perlenkette, so wie ich sehe. Und es ist so, dass wir wirklich die Perlen holen, ja, und eine Kette für die jeweilige Frau, ja, flechten, gemeinsam rein, ja, was da alles da ist, ja, und dass sie das mit Stolz, Würde, Freude, ja, das ist für mich auch so Lebensfreude und Leichtigkeit, das sind Ziele im Leben, da macht Spaß, ja, da gemeinsam hinzureisen, ja. Also so etwas, was ich ja sehr kenne von mir selber und auch von Frauen, mit denen ich arbeite, ist die Frage, wie finde ich denn die Klarheit, wo es weitergeht? Na, also in all unseren Talenten und Fähigkeiten und den Dingen, die wir lieben, also diesen Fokus zu finden und zu sagen, ja, das ist der nächste Schritt. Und was ich spannend fände, wenn du ein bisschen was erzählen könntest von deinem eigenen Weg, der ja quasi so viel abgedeckt hat. Wie hat sich das eine aus dem anderen ergeben? Wie bist du mit diesen Transiten umgegangen? Also ich versuche es jetzt ganz kurz zu halten. Ich bin, weil es ein gut gehendes Architekturbüro in meiner Familie gab, also mein Vater ist Architekt und macht das voller Lebensfreude und als Berufung, bin ich damals, es hat keiner mit mir eigentlich so einen Austausch geführt, was meine Talente sind. Ich wusste es noch nicht. Ich habe dann einfach den Weg eingeschlagen. Das war praktisch und einfach für mich. Das war das, was ich vor mir gesehen habe und habe dann 10 Jahre als Bautechnikerin gearbeitet. Und dann ging es nicht mehr. Also ich würde sagen, ja, ich war depressiv, weil vorm Computer zu sitzen und Pläne zu zeichnen, das war nicht meins. Ich liebe Menschen, ich brauche Menschen, das weiß ich jetzt, ja, um im Austausch zu sein. Und da hat das erste Mal meine Seele rebelliert. Das war, also die Tränen, die ich damals geweint habe, das waren Seelentränen, ja. Und das war dann eigentlich, es kam dann, ich glaube dann, die Dinge fallen einem zu. Was ist es dann? Ich habe dann eben aufgehört mit dem Architekturstudium und habe überlegt, was kann ich sonst machen? War schon eigentlich wieder auf 3 verschiedenen Wegen unterwegs. Es wäre dann Wirtschaft oder Jus fast geworden. Und deswegen, das freut mich so, wenn ich meine Klientinnen heute begleiten darf, dass sie den Shortcut wählen, ja, und nicht sich irgendwo verlieren in doch wieder was anderes, weil der Verstand das sagt. Ich habe dann einfach Studienunterlagen von meiner Schwester mal an einem Sonntag am Tisch liegen gesehen, habe das in die Hand genommen, das war Publizistik und Kommunikationswissenschaft und habe angefangen zu lesen und konnte nicht aufhören. Sie wollte weiterlernen und ich habe die Skripten nicht mehr gegeben, was so spannend für mich war. Und somit war es für mich dann klar, aus, das möchte ich auch studieren. Das habe ich dann gemacht und war dann nachher
weitere 10 Jahre im Journalismus tätig, auch sehr spannend, und das war das, mit Menschen sein. Also ich war immer sehr, ich habe es geliebt, Porträts zu machen von interessanten Persönlichkeiten, Leute aus der Wirtschaft, aus der Kultur, auch Politik etc. Und da hat sich dann immer mehr dieses Interesse, was sind wir Menschen für besondere Wesen, wie ticken wir, warum tickt jeder unterschiedlich, dann so zu so einem brennenden Interesse entwickelt. Und ich habe dann auch Menschen angezogen, die so bei mir Rat gesucht haben. Und daraus entstand dann, dass ich zig Ausbildungen in der Richtung gemacht habe, weil es einfach, puh, das war so, da hat sich's gut angefühlt. Und das ist ja auch unser Parameter im Leben, unser Navigator. Wo fühlt sich's gut an? Ja. Also das war so in groben Worten mal so mein Lebensweg. Ich hoffe, dass ich damit Mut anderen Frauen machen kann. Es muss nicht stringent sein, die Zeiten, glaube ich, sind vorbei. Also auch, glaube ich, im Blickpunkt der Unternehmen oder ein Mensch, der 25, 30 Jahre in einem Unternehmen war, erstens ist es heutzutage schwer. Wir haben gerade den Skandal Deutsche Bank, also weil die Unternehmensstrukturen an sich niederbrechen. Ja? Also es ist gar nicht immer gegeben, dass man seinen ganzen Lebensweg mit einem Unternehmen verbringt im Angestelltenverhältnis, und umgekehrt auch wir Frauen, wir dürfen mal das sein, mal das sein, mal das sein. Da gibt es viel, was wir da laufen dürfen. Ich liebe deine Geschichte, weil, ja, weil du das so sehr verkörperst, also dieser Neugier zu folgen und dir das zu erlauben, so viele Dinge quasi zusammenzufassen und auf deine ganz eigene Art und Weise wie neu aufzufädeln. No. Ich schaue wieder auf deine Kette. Also danke für deine lieben Worte, Katharina. Das freut mich sehr. Und ja, es ist ja auch kein Zufall dann, wenn zwei Menschen wie wir zwei einander so finden, um sich auszutauschen und hoffentlich viele andere zu inspirieren. Also ich glaube, wenn wir Frauen so zusammenkommen, das glaube ich wirklich, wir Frauen, wir dürfen zusammen wieder vieles tun. Also ich glaube daran, dass wenn wir Verbündete sind für ein großes Ziel, dass es uns allen gut geht, dann bündeln wir unsere Kraft. Ja, das ist für mich so dieses, ja, und da gegenseitig zu unterstützen und alles hinzuführen zu dieser Leichtigkeit und Lebensfreude. Ja, ich auch vor allen Dingen, wir haben wieder dieses blöde Echo. Aber Frauen wie dich zum Beispiel zu erleben und zu sehen, aha, okay, du hast die Erfahrung gemacht, einen Weg zu folgen, der dich in eine Depression geführt hat, und dann den Mut zu haben, zu sagen, so kann es nicht gehen. Und ich gehe das Risiko ein, dass ich eine Zeit lang nicht weiß, wie es geht. Und das wirklich quasi durch das Fühlen und Erfahren herauszufinden. Ne? Und es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, den ich sehr spannend finde, ist, weil es ja so ein Thema ist, das mich so sehr interessiert, mit dieser eigenen Erfahrung dann sichtbar zu werden. Mhm. Also das eine ist, das quasi für uns zu erforschen, und das andere ist dann, darüber zu berichten, ne? Und diese eigene Stimme zu finden. Ja, ja, diese eigene Stimme, also das glaube ich auch, wir Frauen durften jahrhundertelang nicht eine eigene Stimme haben. Ich komme jetzt wieder auf das Wahlrecht zurück. Ja? Da gibt es jetzt gerade einen wunderbaren Film. Ich habe ihn gerade in London gesehen, als er rausgekommen ist. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber die Suffragetten, die sozusagen für unser Wahlrecht gekämpft haben, mutige Frauen. Und das dürfen wir jetzt haben. Und so wie du sagst, dieses Sichtbarwerden, das kostet oft nochmal so einen Schritt der Überwindung uns Frauen. Und ich glaube aber, jede, die ihn geht, und ich hoffe, dass wir jetzt auch gerade wieder viele inspirieren können, ja, diesen Schritt zu gehen, sich zu zeigen, die Stimme auch mal laut werden zu lassen, ja, dass das etwas ist, ja, da kommt so ein großes Meer an Frauen, ja, wir sind da alle miteinander verbunden und ja, hinaus mit uns in die Welt. Ja. Hat dir denn sehr dabei geholfen, deine Stimme zu erheben? Das ist eine spannende Frage, weil auch wenn ich da jetzt so plaudere, ja, so blups, ich an sich auch eine sehr zurückgezogene Persönlichkeit auch bin. Also ich brauche viel Zeit und Raum für mich. Du schneidest jetzt etwas ganz Interessantes für mich an. Als ich nicht wusste, was ich weitermache, mal, als ich dann auch meinen Job 2007, also ich habe dann in der Medienbranche gearbeitet,
und aber angestellt und ich habe dann meinen Job gekündigt, weil ich da wieder gespürt habe, da komme ich nicht weiter, da gibt es so viel an Ideen in mir, ja, das, da werde ich gebremst. War es aber ein Weg der Verwirrtheit danach einmal. Und ich bin dann, da hat es mich magisch hingezogen, das war eine kleine Kapelle hinter einer Tankstelle. Also genauso wenig idyllisch, wie das jetzt klingt, war es, ja, aber so wirklich heruntergekommene Zapfsäule, das hat mich dann nach hinten in die Kapelle gezogen. Und da waren so wie da jetzt Blumen am Altar. Das war so tröstlich und ich habe mich da reingesetzt und es war plötzlich. Plötzlich ging ich ins Gespräch mit meiner verstorbenen Großmutter. Und ich muss sagen, ich war früher nicht so ein spiritueller Mensch, weil ich kam immer aus der Technik, ein Winkel hat 90 Grad. Ja, das ist exakt, das sind Zahlen, Daten, Fakten. Das war das erste Mal, dass ich da irgendwas in mir erlaubt habe, dass es kommunizieren darf. Und ich habe damals meiner Großmutter versprochen, ich mache was draus. Ich mache aus meiner Sprache. Ach, sie hat mich sprechen gelehrt als kleines Kind neben meinen Eltern, aber sie hat einfach so das Spiel der Worte in mir gefördert. Und ich habe versprochen, ich mache was draus. Und das ist es jetzt. Es ist 2015, ja, einige Jahre später. Es erscheint jetzt das dritte Buch und es ist für Frauen. Und es ist auch innerlich meiner Großmutter gewesen. Also ich glaube, für mich war es dieses, ich habe es jemandem zugesagt, da hat mir jemand etwas geschenkt und ich mache was draus. Und ich glaube, wenn das der Impuls ist von uns Frauen, dass wir sagen, wir machen was draus, dass aus dem, was in uns ist und gehen damit raus. Ja? Und das sind viele andere Frauen, die applaudieren werden. Ja? Das darf man, glaube ich, auch immer. Ja? Dieser liebevolle Umgang miteinander. Ich liebe es, Mentorin sein zu dürfen für andere, so wie du ja auch so eine etwas Liebevolles, ja, rund um dich verbreitest, liebe Katharina. Das ist, je mehr wir davon sind, desto besser. Oh, danke schön. Das ist eine wundervolle Geschichte mit der Kapelle und deiner Großmutter. Und also quasi wie, wenn ich das gerade bildlich vor mir sehe, ein Angebundensein an die Frauen, die vor uns kamen und sagen, hey, ihr Suffragetten, ihr Großmütter, ihr Mütter, ihr Frauen vor uns, die sich so sehr engagiert haben, dass wir Frauen in dieser Welt irgendwie unseren Platz finden. Also uns quasi denen gegenüber zu committen, das finde ich irgendwie eigentlich gänsehautmäßig. Und das Zweite, ist wirklich zu sagen, ja, ich mache das gar nicht quasi so sehr nur drum heraus, meine eigene Stimme zu finden, sondern ich sehe den Kontext, ne? Wofür ich das tue. Ja. Also ich bin auch eine, ich sage jetzt mal das Wort Dienstleisterin, oder ich bin im Service für eine größere Idee. Also ich bin ein Teil dieses großen Stromes der Evolution letztendlich. Ne? Und wenn ich meinen Beitrag, dieses wunderbare Ding, das in mir ist, was ich sagen, zeigen, geben möchte, zeige, dann ist es ein Geschenk für alle anderen. Total schön. Ja. Als du aus dieser, also ich frage jetzt einfach so aus Neugierde, aus dieser Kapelle rausgegangen bist und aus dieser Erfahrung, war das dann, also sind die Dinge dann quasi wie einfach so normal, also so, ich sag mal, simpel an den Platz gefallen oder bist du dann noch über so ein paar Hürden drüber, um da hineinzuwachsen? Also sie sind dann, also ich sage es ganz ehrlich, ich bin dann immer wieder zurück zur Tankstelle, also aus dieser Kapelle zur Tankstelle, bin in mein Auto eingestiegen und war peinlich berührt. Also ich konnte das damals noch nicht so fassen. Also es war so etwas Großes, was da passiert ist und zugleich, als ich dann wieder in die reale Welt, für mich jetzt, ja, zurückgekehrt bin, war es so, was war das jetzt? Ja? In Wahrheit hat das aber etwas in mir ausgelöst. Also innerhalb von kurzer Zeit, ich habe mich in den nächsten Monaten dann dafür entschieden, nicht einen Job zu suchen, sondern mich selbstständig zu machen und habe dann als selbstständige Journalistin angefangen und das war von Anfang an, hat das einfach super geklappt. Also da war, glaube ich, dieses Versprechen, das es damals gab und dann wieder der Rückbezug dazu. Also vom Zurückschauen habe ich das dann langsam annehmen können, dass da was Großes passiert ist, dass da was ganz Großes uns alle Umgebendes ist, in das ich ab und zu demütig eintauchen darf und mich connecten darf, um auch wieder
mich gut zu positionieren und weiterzubringen. Ja, und das war dann wirklich, also ich bin selbstständiger Journalistin einige Jahre unterwegs gewesen und habe dann für mich dieses, ich möchte gern Menschen begleiten. Ich finde Menschen, wir sind alle so faszinierend, wir sind alle so toll. Ich finde es ganz toll, die Einzigartigkeiten von jedem und jeder entdecken zu dürfen. Das hat sich dann auch. Also ich würde sagen, diesem Seelenplan zu folgen, ist etwas sehr Leichtfüßiges, wenn man sagt, das gibt's. Ich mache da auf. Und ich habe es auch in meinem Buchkapitel über Frauen und das Unbegreifbare beschrieben. Dieses Öffnen, dass da noch mehr ist, das kann wahnsinnig schenken. Das kann auch uns wieder so zum Zurücklehnen bringen und sagen, ich muss nicht alles machen, die Dinge kommen auch auf mich zu. Ich darf loslassen und dann einfach gelassen weitergehen. Das ist ein Teil der Seelenheimat auch. Ne? Ja. Genau. Entschuldige, ich habe da mein Mailprogramm. Ja. Ich wollte noch zumachen vorher und irgendwie habe ich dann aber vergessen. So, es wird beendet. So. Sag mal, es gibt noch einen Aspekt, den ich total spannend finde. Du beschäftigst dich ja auch mit Hochsensibilität. Ja. Das ist ja auch ein spannendes Thema, das so in den letzten Jahren irgendwie sehr sichtbar wurde. In unserer Welt, wie ist dein eigener Zug? Also wie kommst du dazu und wie passt diese Hochsensibilität in deine Arbeit, Frauen auf dem Weg zu ihrem Seelenweg zu unterstützen? Ja, also wie geschrieben, ich war jemand, der das überhaupt nicht greifen und fassen konnte, wenn etwas nicht greifbar war. Ja, also das gab es jahrelang nicht in meinem Denken und jetzt wiederum ja, ist es das, womit ich Menschen begleite. Also Hochsensibilität und Hochsensitivität. Einerseits, wenn wir mit unseren Sinnen sehen, hören, schmecken, ja, riechen, da weitaus mehr an Informationen bekommen. Das macht etwas Besonderes mit uns. Ja? Oder diese Hochsensitivität, so wie ich sie kenne, ich spüre Dinge im Vorhinein. Ich stimme mich auf Klientinnen ein und weiß, wie soll ich sagen, ich bin schon vorher mit ihr und dann gehen wir gemeinsam. Also wenn mir das früher jemand gesagt hätte, es ist irreal. Aber das ist es, das ist auch nichts, was neu ist. Nur unsere Gesellschaft konnte so lange nicht damit umgehen und gibt ihm jetzt diese Namen und es ist legitimer. Ja? In Wahrheit haben das viele von uns, sind viele auf diesem Weg. Und das, was noch schlimm für mich oft ist zu sehen, und da freue ich mich dann immer, wenn Klientinnen kommen und sich öffnen, dass es oft noch als etwas Negatives gesehen wird, weil man mit diesen Gaben sich anders fühlt als andere, sich am Rand stehend fühlt, weil man mehr fühlt. Ja? Und das ist dann da tut es weh. Ja? Und da wiederum jemandem das zu schenken, die Freude an den eigenen Gaben und auch zu zeigen, was damit sein kann, was damit verwirklicht werden kann, was der oder diejenige aus sich herausbringen kann. Also ich glaube, das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Es funktioniert nicht alles nur von da oben. Da ist viel hier. Und wenn man da jemand ist, der viel empfindet, viel spürt und fühlt, ja, da auch gut in seine eigene Balance zu kommen, mit der Welt draußen und mit sich im Inneren. Ich habe zum Schluss eine, ich sag mal, eine ketzerische Frage an der Stelle zu stellen. Und zwar, also die ich mir quasi selber stelle, ist das Thema mit dieser Hochsensibilität und Sensitivität, ist das quasi wirklich etwas, was wir seit Jahrtausenden haben, was quasi die Yin-Seite des Lebens ausmacht, die weibliche Seite des Lebens? Und die deshalb keinen Namen hatte, weil wir in einer so stark männlich polarisierten Welt gelebt haben. Und jetzt, wo wir Frauen unseren Platz in der Welt finden, Namen dafür her müssen, quasi was eigentlich organisch immer schon unser Territorium war. Oder glaubt, ist es wirklich etwas Neues, also etwas, was wir evolutionär neu entwickeln? Ich glaube, dass diese Gaben immer schon da waren, mal so ausgeprägt, dass du vollkommen recht mit dieser Frage. Frage. Umgekehrt, Männer attestieren auch jetzt statistisch gesehen, Frauen mehr Intuition, ja, wenn wir es unter diesem Wort da hineinpacken wollen. Umgekehrt, ich habe auch in meinem Buch dazu aufgerufen, ermutigt mehr die Männer, ihrer Intuition zu folgen. Also wenn Männer als Klient zu mir kommen,
da bin ich die Führerin, dass sie ihrer eigenen Intuition vertrauen. Die haben oft schon ihre erreichen, aber auch dieses Bestätigen und diesem Bauchgefühl nachgehen. Ja, ja, ich glaube, das ist jetzt auch so diese Zeit von uns neuen Frauen. Bringt das einfach mehr als etwas, es ist so, es ist da und wir leben damit und wir leben super gut damit. Ja. Das heißt, das ist ein Aspekt, der wie ganz organisch natürlich mit in ein Coaching einfließt. Ne? Ja, das Wort natürlich gefällt mir total gut bei dir. Das ist so etwas ganz Natürliches, was da passiert. Das ist nicht anstrengend, das ist nicht schwer, das ist ganz etwas, da ist das Leichtfüßige da. So soll es sein, ja. Und sag mal, du bist ja jetzt quasi wie im Endspurt dein Buch, dein neues, dein drittes Buch, kommt in wenigen Tagen auf den Markt. Das ist so, ich meine, Frauen können Leben schenken, indem wir Kinder auf die Welt bringen und zugleich, wenn wir so etwas Schöpferisches machen, ist das auch so, ein Ding auf die Welt bringen. Und wer doch jetzt gerade so sieht, ich viel Freude und Spaß, dein Ding auf die Welt zu bringen. Wenn ich dich so angucke, habe ich das Gefühl, die ganze Leichtfüßigkeit strömt gerade aus dir raus. Das sieht ja super an. Also ich wumm. Alles sattes Gefühl gerade in mir. Danke, dass ich das mit dir erlebt habe. Mit euch. Ich finde es ja so ein spannendes Thema. Also quasi, wie schaffen wir den Ausstieg aus all den Dingen, die wir sollten und müssten und all den Ansprüchen, die wir so an uns richten, hin zu, wo finden wir den Zugang zu unserer Freude und zu unserer Leichtigkeit, ne, und zu unserer eigenen Wahrheit. Ja. Aber erzähl mal mehr, was hat dich zu diesem Buch gebracht irgendwie? Wie ist das entstanden? Wie hast du es empfangen? Ja, das wenn es jetzt gerade gibt, wie hast du das? Ja, ja, ich habe auch schon einen Satz parat drauf, die Antwort aus mir. Haben Frauen befruchtet. Das war wirklich so. Ich bin Frauen begegnet, sie kamen zu mir ins Coaching und das war so richtig, es, diese Gefühle, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, innere Zerrissenheit, Unsicherheit, das war irgendwie so, in mir war da drinnen, hey, woher kommt das? Warum haben wir das? Warum haben so viele von uns das, warum leben die meisten Frauen damit, was kann man dagegen tun? Oder, und für mich ist es immer, wenn wir Klarheit darüber haben, woher etwas kommt, zack, in dem Moment können wir es verändern. Und jede von uns will gerne weiblich selbstbestimmt und erfüllt leben. Für mich war es dann einfach so, wenn ich dienen darf, es in Worte zu fassen, und da kommt mir auch wieder meine Technik-Vergangenheit sehr zugute. Ich bin dann schon eine, die recherchiert. Ich liefere auch Zahlen, Daten und Fakten in diesem Buch. Ja? Warum wiederum? Als Grundlage, warum das so ist, dass wir es so oder so oder so spüren. Ja? Und wenn du mich jetzt fragst, was war das, was ich da empfangen habe, war es einfach, es gibt die Bibel, es gibt den Koran, es gibt viele, viele Schriften, ja, die von Männern dominiert werden oder wurden und wo wir Frauen gar nicht vorkommen. Und ich habe mal gedacht, ja, dann einfach, da darf dieses Buch dazu beitragen, dass wir Frauen und unsere eigene heilige Schrift, ja, geben und schenken, ja. Das darf neu sein, das darf anders sein. Da darf sie sich um uns drehen, um unsere Weiblichkeit, unsere Selbstbestimmung, unsere Erfüllung. Da dürfen wir die Hauptrolle darin spielen. Und es ist ein Buch von einer Frau geschrieben für Frauen. Und ich habe es, wie gesagt, gewidmet für alle Frauen dieser neuen Zeit, weil das sind wir. Ja. Und dann hast du Schwangerschaft? Ja. Also wirklich, auch das Schreiben, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich spreche schon mit einer Frau, mit Freunden. Dieses Fühlen, das war da die ganze Zeit. Also das war auch dann wirklich gegen Ende des Buches ein Abschied nehmen. Aber vielleicht sieht man sich ja online oder woanders wieder. Aber es ist wirklich, ich hoffe, dass ich damit ganz viel, voller Demut, ganz viel weitergeben darf. Ja? Und für diese Klarheit bei meinen Leserinnen, ja, das Frauen schenken darf. Die Klarheit, was selbst in uns da drinnen lohnt. Das ist als Frau. Und wie wir es gut managen können, unsere Gefühlswelt, dass es gut für uns im Leben weitergeht. Ja, ja, also das war so mein, oder das sind diese Herzensprojekte, die wir in uns tragen und
Es ist auch jetzt schön, dass dieses Herzensprojekt mich dann wieder mit Menschen zusammenführt, wie mit dir und anderen. Also ich glaube wirklich, dass wir da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dass da was Großartiges noch entstehen wird. Von Frauen erschaffen. Ja. Wie siehst du das, liebe Katharina? Also ich bin ja... Es irritiert mit dem Echo, das wir hier haben. Aber ich bin völlig im Blick von der Zeit, in der wir leben. Also von, wo ich das Gefühl habe, ganz viel, was wir quasi über Jahrzehnte mehr so hinter verschlossenen Türen betrieben haben, also all unsere spirituellen Interessen und irgendwie Naturheilgeschichten und Rituale. Und das war ja alles so ein bisschen quasi im Verborgenen und irgendwie, wir haben nur mit ganz wenigen Menschen drüber geredet. Und sonst haben wir quasi an der Oberfläche, wie im normalen Leben funktioniert. Und jetzt sehe ich quasi diese Implementierung, dass all dieses Wissen und all dieses Know-how wirklich in das Leben kommt und dass wir unsere Stimme dazu finden und dass das nicht mehr quasi nebenbei am Sonntagabend in irgendeinem geheimen Grüppchen stattfindet, dass wir über unsere Seele reden, sondern dass diese ganze Sprache und dieses ganze Wertesystem in unserer realen Welt und in der Politik Einzug findet. Ja. Wir haben gerade heute Morgen darüber gesprochen, dass, glaube ich, Finnland jetzt darüber überlegt, ein Grundeinkommen irgendwie in der Verfassung zu verankern. Ja. Also, dass solche Dinge quasi also wirklich Teil unseres normalen Lebens werden. Und das finde ich faszinierend. Und für mich ist das etwas, was sehr mit dieser weiblichen Seite des Lebens zu tun hat. Ne. Und ja, genau, ich glaube auch für Frauen in der Politik, in der Wirtschaft, ja, in allem, was wo gesellschaftliche Entscheidungen fallen. Wie gesagt, also ich freue mich, wenn wir gemeinsam Frauen aufrufen und befähigen und inspirieren, in ihre Macht zu gehen, ja, mächtig zu sein. Ja, das ist nichts Schlechtes. Das ist lenken dürfen. Und wir lenken mit unserem Herz, mit unserer Seele, ja, Einfluss zu nehmen, ja. Kriege sind von Männern initiiert. Ich glaube nicht, dass Frauen, die leben, die ihre Söhne auf die Welt bringen, Töchter und Söhne, diese in den Krieg schicken oder bangen wollen, dass sie von Bomben getötet werden. Das ist nichts Weibliches. Ja? Das ist dieses Wettbewerbsdenken, ist nicht Grundwertesystem in uns. Wir sind dieses Verbindende, dieses machen wir gemeinsam, schauen wir, wo wir gemeinsam stark werden und sind. Was mir total gefällt, und das ist etwas, was mich quasi seit, also doch mein ganzes eigenes Leben sehr begleitet, das ist dieses Wort Macht. Ne? Und dafür liebe ich dich irgendwie, dass du quasi dieses Machen und die Macht irgendwie in so einem positiven Kontext rutscht, weil ich das Gefühl habe, das ist eine der Schlüsselstellen, an der wir Frauen auch stehen. Also Macht, genau. Ich sage immer Machtergreifung, also die innere Machtergreifung und die Dinge machen, die uns wichtig sind. Ne? Ja. Ja, also ich glaube wirklich, dass diese feminine Seite, dieses Loslassen können, etwas ganz Wichtiges ist. Ja? Aber zugleich auch dieses in meine Macht gehen. Ich habe es dann in meinem Kapitel Wir Frauen und unser Mr. Animus, dieses Machen in uns, dieses Positive. Das, was da drinnen schlummert, das wird hinausgebracht, das wird positiv umgesetzt. Das ist ein Projekt, das hat eine To-Do-Liste, das hat einen Anfang, das hat aber auch ein Ende. Das geht raus in die Welt. Also das können wir auch und ich bin so dankbar für diese Frauen vor uns, ja, die wirklich gekämpft haben. Das war nicht einfach. Also auch durch diesen Film jetzt wieder das zu sehen, ich war so berührt. Oder auch ich habe den Pass meiner Großmutter vor kurzem gefunden und da steht Hausfrau drinnen. Bei Beschäftigung, ja, bei Beruf. Und ich weiß, ich habe sie nur kurz gekannt, sie ist verstorben, als ich 4 Jahre alt war, aber da ist so viel, was sie mir hinterlassen hat an Erinnerungen, an Gefühlen an sie, da wäre auch noch so viel möglich gewesen bei ihr und sie hätte Freude daran gehabt. Da war eine Sehnsucht in ihr, glaube ich, gespürt zu haben. Und wir dürfen es jetzt leben. Wir dürfen, also, und wenn wir jetzt nochmal daran erinnern, werdet sichtbar, zeigt euch, zeigt eure Schönheit, eure Seele, alles, 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 alles. Ja. Ich freue mich so über unseren Austausch und ich freue mich so, dass dein neues Buch quasi fast, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, fast da ist. Am 12. November, ne? Also es geht los, am 10. November ist dann die Buchpräsentation in Wien die erste, das sind dann auch 3 Stück. Und in Berlin ist am 28.11. die Buchpräsentation. Ich habe es auf meiner Webseite www.katrinzitter.com, auch
auch nochmal aufgeschlüsselt und habe mir auch überlegt, womit könnte ich Freude machen, weil es ist ja doch abstrakt, darüber zu reden, aber wenn man selbst hineinliest und ich habe gerne das erste Kapitel als Gratis-Download zusammengefasst und habe mir gedacht, wenn deine Leserinnen, Zuhörerinnen, Zuseherinnen daran Freude haben, würde ich dir jetzt dann den Link geben und auch noch einmal den Link zu den Buchpräsentationen bzw. das Bild, wo das alles ist. Freue mich, euch persönlich kennenzulernen, wo auch immer oder über Nachrichten etc. Ja, also wirklich danke nochmal für die Möglichkeit, Raum, Zeit und Energie, die du mir da geschenkt hast, liebe Katharina. Ich finde, du bist so eine inspirierende Frau und ich wünsche dir irgendwie das wahnsinnig Allerbeste und jede, die das anguckt, würde ich sagen, holt euch dieses erste Kapitel auf jeden Fall. Und wenn ihr in Wien oder Berlin seid, ich finde, du bist eine Frau, die sollte man persönlich kennenlernen und geht zu dieser Buch. Da kann man kommen, ne? Also auch als nicht. Ja, ja, also. Einfach hinkommen, ne? Mhm. So mit offenen Armen. Herzlich. Ich finde es schade, dass ich so weit weg bin. Ich würde dich gerne irgendwie erleben. Und also wer die Chance hat, würde ich sagen, lernt Katrin kennen. Ich finde, du bist eine extrem inspirierende, großartige Frau. Und holt euch diesen Link, holt euch das erste Kapitel. Ich tue das nachher unten in den Text dran. Super. Mhm, genau. Wunderbar. Ja, das und, machen wir. Ja, deine Homepage steht auch mit dazu, www.katrinzita.com mit all den Coaching-Angeboten für Frauen, die Lust haben, ihre Perlenkette neu aufzuschädeln. Genau. Nicht so, dass du die heutige sagen hast, weil das ist für mich immer so ein Bild. Also genau. Das ist ja lustig, weil ich bin ja gerade in Bayern, also ich bin vorgestern von der Schweiz hierher gekommen. Das ist mein einziges Schmuckstück, das ich mit habe. Weißt du, die Dinge ergeben sich so, wie sie sein sollen. Genau. Also ich sage nochmals danke, liebe Katharina, für diese schöne Zeit. Danke fürs Zusehen, Zuhören. Ja. An alle, die da waren und sind. Und ich freue mich einfach auf alles, was noch kommen wird. Auf alles Gemeinsame. Ja, ich danke dir für die Inspiration und auch für deine Offenheit, so über dein Leben zu berichten. Ich finde es sehr, sehr berührend auch. Und ich freue mich auch auf alle weiteren Dinge. Ich danke dir zutiefst für diesen wundervollen Sonntagvormittag und ich wünsche dir Flügel für dein drittes Baby. Danke. Also ich verabschiede mich hier mit einem frohen Herzen, mit einer swingenden Seele von euch aus Berlin.